Mein Name ist Roland Beisteiner. Ich bin Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universitätsklinik für Neurologie in Wien. Seit ca. 2013 arbeiten wir bei der Entwicklung sehr intensiv mit Stoss Medical zusammen. Die neue Methode TPS, transkranielle Pulsstimulation, hat verschiedenste Vorteile gegenüber bereits existierenden Techniken zur Hirnstimulation bzw. Hirnaktivierung. Für den Patienten ist die Behandlung schmerzfrei. Bei den insgesamt über 1000 Behandlungssitzungen, die derzeit vorliegen, kam es nie zu irgendwelchen schwerwiegenden Nebenwirkungen. Die Behandlung wird insgesamt an 6 Behandlungstagen durchgeführt. Eine Behandlung dauert 30 bis 45 Minuten. Und wir haben eine Gesamtbehandlungszeit von ca. 2 Wochen. Die Patienten berichten häufig, dass sie auch subjektiv eine Verbesserung erfahren. Diese Verbesserungen können darin liegen, dass sie Gedächtnisverbesserungen bemerken. Die Patienten werden aktiver und leben nicht mehr so zurückgezogen, sind daher auch leichter im sozialen Umgang. Und auch für die Betreuungspersonen verbessert sich dadurch die Situation erheblich.